Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Der Marsch. Ja, ich habe mal ganz blöd gedacht. Probier es mal aus. Ob das die Kartoffeln so annimmt. Ohne und alles so cool abkippen und fertig. Nee, ist nicht. Es bedarf der Gemüsefabrik. Also ganz grob Kosten von 1,5 Millionen. Ich habe es irgendwas noch mit Kredit finanziert. Ah, ich habe gestern mal kurz reingeschaut. Da schon ein Sorghumhülsefeld abgeerntet war. Ja, dann. Ja. Also gedacht, er muss schnell kaufen, bevor das auch wieder die KI macht, ne? Und ja. Gemacht und getan, und das hat mal halt 1,5 Millionen gekostet. Ja, und das macht doch auch Sinn, ne? Machen wir nichts vor. Die müssen noch weg. Die Kartoffelernte läuft. Und Gemüsefabrik. Ja, muss ich mal schauen, das hinkriegen, ne? Weil Eis ja auch ganz interessant. Wegen den Eis, aber das kann man sich auch zukaufen zur Not. Und ich schnapp mir jetzt den Drescher und geht's da rein, ne? Ich habe so gedacht, ne? Mach mal einfach, ne? Wollte eigentlich eine Routineaufgabe erledigen. Mal kurz Videos machen, ne? Das wollte ich nur machen, dann sah ich so durch. Ja. Das ist gerade auch erntereif und ich habe keins. Ich habe nur ein Sojafeld. Wo das Sojafeld war, da war letztes Jahr noch ungefähr so. Da ja die Brauerei entsprechend was braucht. Malzfabrik in der Richtung, ne? Und dann schlag noch den zu. Ist ein recht großes Feld und mir ist noch was eingefallen, was auch gehen würde. Also die 71 war ja mal ein Trockenfeld. Ich habe da jetzt nur eine Luzerne drauf und das könnte man theoretisch ja im nächsten Schritt auch wieder einbringen, weil Luzerne zwischendurch ja eine andere Frucht ist, ne? So, wo ist der LKW jetzt hin? Nachbar außerhalb oder ich nehme hergefahren gehabt. LKW schon da. Ja, ich wollte den jetzt Stroh wegnehmen. Mikrofon. Aber da war nicht so leise. Ja. Ja. Das ist so in den Planung, ne? Dann muss man das Gras muss noch rein ins Vermeter. Damit es da. Ja, dann müssen noch eine Silage reingebracht werden, oder? Eins oder andere, ne? Ja, ich habe meine alte Tastatur genommen. Aber ja, naja, habe mich gestern geärgert und ständig hat Unterbrechung gehabt und ich, keiner weiß genau, also ich weiß nicht genau weshalb, ne? Weil mir Bluetooth hat er einen neuen Stecker genommen und macht da keine Verbindung her, also von daher dieselben Ballengröße, glaube schon. Muss ja nur die ersten wegnehmen, ne? Das reicht ja aus, damit der andere hier entsprechend immer schön fahren kann, ne? Das sollte nicht so sein. Ja, nicht so ist. Vielleicht kriegen wir auch einiges unter hier, ne? An hohen Heu. Ja, das geht einiges rein. Wir haben links. Das passt. Das finde ich immer so gut, wenn das so klappt, ne? So. Und wenn es nicht klappt, ist ungünstig, ne?
Geh so rein. Und wenn einer dazwischen ist, dann geht's nicht. Also Stroh auf jeden Fall. Ja, aktuell stand, ja, gestern geht die Crossing-Karte nicht. Lässt sich nicht spielen, also lässt sich gar nicht, nur bei 16% habe ich das hinbekommen. Mit Starten. Und dann war das Ende. So, dies wäre erledigt. Ausgelagert, eingelagert. Und was wollte ich noch machen? Nachdenken. Achso. Dings wollte ich machen. Drescher und Sorghumhirse schon mal hinfahren. Kartoffeln wird da irgendwann noch laufen. Gerst normalerweise auch. Da ist das Gerät. Drescher müsste hinten sein. Ja, globaler Markt ist aktuell nicht aktiv. Also ich kann jetzt auch meinen nicht zugreifen. Aber was hier im Lager drin ist, das kann ich auf jeden Fall nehmen. Ne? Ja, für da brauche ich im Prinzip jetzt nachher die Zentrale drin. Dann können wir noch vorher rausnehmen. Bei meiner Erkältung wird auch nicht besser. Naja, ich muss überlegen, ob ich morgen dazu wirklich schaffe, von Arzt zu kommen. Ne? Na, das wird doch nichts. Ich habe gestern den BGH bedient, offline. Soll nicht dahin sein, ne? Wir haben die Klappe auf. Aha. Mit der Maus. Der will nicht. Muss ich vorher loswerden, jetzt auch nichts. Sonst ist das ungünstig, ne? Der andere Traktor kann es ja abfahren nachher, der drüben steht noch. Wollen wir keinen neuen aktivieren? Aber wir können den auch aktivieren, der im Hof ist, ne? Kartoffeln ist ein bisschen... Naja, ist halt noch schwierig, ne? Die erste Runde ist immer blöd. Sie besser geht. Das war ziemlich lang. Sehr lang. Ist ja auch nicht viel drin, ne? Hat sich auch nicht gelohnt, irgendwie einen Hänger zu besorgen. Ja, OBS kam auch ein Update, ne? Toll. Bedacht. Immer mit dem Risiko, dass nicht funktioniert, ne? Das ist immer, aber scheint alles gut zu gehen. Version 30, ne? Das ist ziemlich lang, das Geschütz, ne? Mal gucken, wo der hin müssen, ne? Genau.
Irgendwie. Irgendwie rauskommen, ne? Bei 52. So. Das ist so weit weg. Hab da noch kein Feld gehabt bis jetzt. Dann 42. Also 42, ne? Das ist aber die, ne, 52 und doch 52, komm. Das ist eine andere Frucht. Hat es auch egal. Jedenfalls 42 war hier. Da wollen wir gleich mal hier eintragen. Wenn ich nicht vergesse. So. Automatisch geht meistens sowieso nicht, weil die Ort nicht breit ist. Die Straße ist ziemlich schmal. Holger hatte auch Schwierigkeiten gehabt mit Crossing. Er konnte auch den Server dort nicht starten. Beziehungsweise hat stark geruckelt. Bei mir hat es immer schon geruckelt. Weiß nicht warum. Server so schwach, keine Ahnung. Karte so groß, wahrscheinlich eher daran. Und. Ich muss halt mal probieren, aber das ist jetzt aktuell so, dass ich eher mir vornehme, die Marsch in Thüringen fertig zu machen und dann zu probieren. Es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt praktisch stundenlang probiere und ich komme nicht vorwärts. Ne? Und wenn das ganz schlimm ist und das kommt da kein Update und es geht nichts, also morgen kommt der eh die andere Version freigeschaltet. Ne? Er hat die schon gehabt. Ja, er ist Partner und naja, sei mir gönnt. Ganz ehrlich, ob ich das nun vorhab, ein, zwei Tage, ändert sich nichts, weil im Grunde, ja, ich sag mal hier, ja, die Bohren sind eh da, ne, und kann es eh noch nicht ernten. Und wenn das jetzt zu spät gewesen, zur Aussaat, die anderen beiden Früchte, ja, scheiß drauf. Muss ich überlegen, bin ich jetzt gerade? Da ist die 39. Ja, wir müssen gucken. Ja, hier Mais sieht gut aus, also. Aber richtig groß, ne? Wir haben erstmal August. Ja, auch Dingsfeld ist immer noch bei und bringt Gerste aus, also schon ganz schön groß, ne? Hat er seinen Rüsselberg gerade gerichtet? Ne, das ist der andere. Das ist der andere mit dem Güllewagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da auch Gülle da ist, ne? Aber lass mal fahren, ne? Bisschen Gülle kommt ja immer, ne? Ja, Kühe müssten jetzt im September ihr Kälber bekommen. Und ich muss mal Hühner verkaufen. Also sobald das Ding hier fährt, dann Hühner verkaufen. Schlachthof. Ja, der Laden läuft. Man muss das aktivieren. Wie Produktion. Naja gut, jetzt ist ja passiert. Nee. Kartoffeln gucken wir auch noch. Einer ist, ach, der andere ist fertig. Okay, dann ist er mit Gerste fertig. Hat ja auch lange gedauert, ne? Das müsste das Feld hier sein. Da haben wir so garantiert mit. Ja, mit Kram, ne? Naja, gut. Wenn ich die Karte mir mal genommen habe, ausgedrückt hatte. Aber ich das so gewusst habe, eine Karte bei mit Cremes, ne? Er wollte ja eigentlich mal komplett auf Gräben, ohne Gräben gar nicht machen. Anfangs.
Aber anscheinend spielen wir genug mit Creme, ohne Creme. Ich sag mal so, eine Karte muss ich ja als Spieler mal so nehmen, wie sie ist, ne? Kommen wir dann gut rüber. Hoch genug. Jo. Und man wird keine 100% perfekte Karte finden. Aber sagen wir so 90% ist das schon passend, ne? Ja, X nicht. So, dann werden wir mal gucken auf Drescher. Ausklappen, ne? Heißt immer so schön, ne? War das schon ausgeklappt? Wir gleich mal einen Kurs berechnen oder er traf sich gut aus, dann können wir gleich eben berechnen zum Dings fahren, ne? Noch mal die erste Runde fahren und das werden wir selber abfahren und dann geht es nachher Richtung Einschaltung her. Hier machen wir mal ohne speichern. Kurs löschen, neu 42, 13, Vorgewende, weich. Ja. Im Grunde so eine großen Fälle liegen mir am besten, weil schlichtweg, ja, der Aufwand ist hier. Ja, genauso, als wenn ich das theoretisch. Den können wir auch, den will ich nehmen. Einmal mal gucken, Kartoffeln, ne? Ja. Ich will ja auch nicht so viel reinfahren, geht immer kaputt, ne? Jetzt ist er mal aus weg. Also der Pfeil auf der Maus. Die Maus ist nicht weg. Wenn ich mit dem Mauspfeil auf dem Nachbarbildschirm bin und ich klicke dann an, dann ist das Bild wieder weg. Dann muss ich mich wieder ärgern. Will ich mir nicht. Also immer gucken, wo das Ding ist. Auf dem großen Bildschirm ist immer ganz lange suchen. Immer gleich mit hier vorne. Da auch. Ecke sind, ne? Ja, da gibt es ganz guten Ertrag und da hinten nicht so, aber ist so komisch. Mal schauen, wie es so aussieht, ne? Groß und Ganzen. Ja, Gemüsefabrik, Eisfabrik. Können wir bloß noch reingehen, das macht nichts. Hauptsache, wir gehen nicht mit den Rädern rein, ne? Ja, der Bruder ist auch nicht ganz bei der Sache, ne? Ob dieses Jahr, dass er eben ein neues Spiel kommt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hätte ich auch keine Zeit. Obwohl, ich habe ja schon gesagt, wenn wirklich Crossing nicht gehen sollte, warum auch immer, ich habe damit kein Problem, das zu pausieren, ne?
Ja. Und dann geht's halt. Auch ohne Synoden. Aber ich will, da will man nicht so zu sehr jetzt mal, ja, den Teil noch nicht mal, ne? Einfach mal Geduld haben. Vielleicht kommt auch von ihm dann ein Update von der Karte. Das ist durchaus möglich. Ja, wenn es nicht weitergeht, vorwärts am Anhalten, ne? Wenn da kein Zaun wäre, dann wäre garantiert immer, ne? Irgendwas anderes, ne? So, anderen Traktor habe ich. Ja, nimm den, ne, oder? Oder beide. Drescher. L 42. Ich habe viel über Standard, aber alles. Feld 42. Abladenbar. Der Werk erste Saatgut. Heulager Stroh. Hopfenbrauerei nicht. Gute Frage. Wo ist das jetzt hin? Gülle, Sand, Hackschnitzel, die Sandsteine, Milch, Kuhstall, da muss ich glatt weg hinfahren, ne? Oder habe ich das bei Produktion reingeschoben? Soll ja mal vorkommen, ne? Jups. Aber wir müssen mal selber fahren. Weil die erste Runde ist meistens ein bisschen. Gerade in Gräben sind, ne? Ja, hier ist einmal Dünger drin. Hab schon was angeliefert. Jetzt würde ich noch Saatgut dahinstellen und Kalk. Kalk aber erst, wenn ich noch selbst herstellen kann, ne? Und dann soll es eigentlich dann auch laufen, ne? Mal schauen, ob das Bild ein bisschen besser wird oder schlechter. Müsste ich mal wieder mit HDR probieren, ne? Ja, na gut, ich sag mal so, HDR werde ich jetzt rein theoretisch nur das so hochladen, wie ich es aufgenommen habe. Also 1:1. Wenn ich jetzt einstellen würde, meinetwegen, ja, ich sag mal 8000 Bit oder so, ne? Das für die Datenmenge in etwa gleich wäre, wie jetzt praktisch beim Rendern. Und ohne Bearbeiten, dann wäre das theoretisch HDR zu sehen. Das ist es sogar so. Das andere müsste ich mal probieren und testen, mit, ob das nicht wird ja auch ein bisschen Zeit einsparen, ne? Wenn ich jetzt praktisch das so machen würde, wie jetzt, dass wir ohne praktisch Rendern praktisch hinkriegen könnten, ne? Das wäre ja auch eine dicke Zeitersparnis, ne? Das wäre auch nicht ohne, ne? Aber wie gesagt, wollen wir mal dazu kommen, ne? Das ist aktuell, das muss da irgendwie eine Ader dafür haben, ne? Auch bei Kurzvideos hat mir gestern auch eingefallen, Mensch, wieso ist das nur mit, guck mal, wie viele Bit da eingetragen sind. Da waren es nur 6000. Und ich habe es mal auf 22.000 hochgeschraubt. Und das Ganze auch in 2K jetzt. Und also ab Freitag die Folge ist dann in 2K und ich denke bessere Bildqualität. Denke ich mal. Ohne jetzt zu sehr mir Fenster rauszulegen.
70%. Also so viel Ertrag bekommt ihr nicht zusammen. Muss ich mal so sagen. Wenn er fast eine Runde gefahren ist. Der dünne Kartoffel, die 51. Müsste bald ein Traktor ausreichend sein, ne? Bisschen können wir auch noch reinfahren und Saatgutproduktion, ne? Aber ich würde gleich mal so viel machen wollen, wenn wir 200.000 Saatgut haben, dann kommen wir noch eine ganze Weile mit hin, ne? Also Grunde jetzt August, Sorghum, Quatsch, die Luzerne abernten, ab Silage oder Heu, bei Hälfte, Hälfte. Weil die Hühner wollen ja Silage haben. Heu als Eiweißfutter und der Beton passt soweit alles. Meine größte Sorge. Ja, jetzt kommt der Mensch entgegen. Das ist ja voll. Da geht doch ein bisschen mehr rein, ne? Da kommt ja noch dazu. Da muss ich mich mit der Tonne noch kümmern. Das, das ist ja das Gute bei, wenn man es klärt und das ist jetzt als gepresst, ne, dann ist es auch hinterher Silage. Ne? Wie halt. Ja. Wie es halt dann so ist, ne? Dann braucht das nicht groß. Dann haben wir, wenn wir Glück haben, die drei Dinger im Winter fertig. Wir haben ja jetzt erst August. Und sie können 100% noch mal Gras ernten, Ballen pressen. Da will ich aber, wir haben noch Gras zu liegen übrigens. Ne? Also so ist das nicht. Und damit probieren, ob das mit Kursplay-Aufladen auch gehen würde. Normalerweise ja. Einzigste Blöde ist, da ich fürs Gras Silageball noch kein Lager habe, gekauft habe und aufgestellt habe, müsste sich das eigentlich erstmal aufstellen, ne? So. Dann können wir das mal aktivieren. Weil der fährt ja die erste Runde und dann ist er eh in der zweiten Reihe. Ich schalte mal durch. Ja, das wird was. Müsste guck, das Feld ist abgeerntet, dachte mir. Oh. Das wäre nicht schlecht, wenn das hättest, ne? Aber ans abgeerntetes Feld bringt das ja nichts, ne? Du bist ein Vollpfosten, also. Du sollst doch hier. Die Reihe reicht fertig. Wenn ich da schon die zweite Reihe gemacht habe, wahrscheinlich. Ja, Leute, das soll schon heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs gleiche Reinschauen. Ich wünsche allen einen schönen Rest Samstag und auch ein schönes Wochenende. Ich sage dann mal bis zum Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.